Entzündungen des Nagelbetts an Fingern oder Zehen sind lästig. Um die Schmerzen etwas erträglicher zu machen, kannst du mit Hausmitteln nachhelfen. Wir verraten dir, welche Produkte die Beschwerden etwas lindern können. Erstens, Kochsalz. Salz würde man als Entzündungshemmer nicht vermuten, dennoch helfen die Körner an den betroffenen Bereichen. Löse hierzu einen Teelöffel Salz in warmem Wasser auf und lasse Hände oder Füße für eine Weile darin einweichen. Zweitens, Teebaumöl. Der Klassiker unter den Hausmitteln ist Teebaumöl. Das antibakterielle Öl ist als Behandlung einer Nagelbettentzündung daher auch sehr gut geeignet. Es sollte jedoch immer verdünnt werden. Maximal 4 Tropfen sind für ein wohltuendes Wasserbad ausreichend. Drittens, Kamille. Desinfizierend und schmerzlindernd ist auch Kamille. Hierzu kannst du einen Sud ansetzen, entweder aus Kamillenblüten oder mit Kamille-Teebeuteln und heißem Wasser. Warte, bis das Wasser lauwarm ist und lege dann deine Hände und Füße für ca. 20 Minuten hinein.